Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Einen guten Morgen wünsche ich euch allen, begrüße euch zu unserem Gottesdienst heute. Schön, dass ihr da seid und wir miteinander heute Gottesdienst feiern, Gott loben und Jesus loben können. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. So sagt der Wochenspruch für die neue Woche, die heute beginnt und gibt uns damit auch das Thema für unseren Gottesdienst an und vor. Es geht heute ums Heilwerden und es geht vor allem um Jesus, der uns heil macht. Deshalb gibt es das schöne althochdeutsche Wort, das ist wirklich ein sehr altes deutsches Wort, Heiland. Heiland, Jesus ist der Heiland. Warum? Weil er uns und weil er diese Welt heil macht. Das ist das Thema heute im Gottesdienst, auch nachher in der Predigt. Jetzt lade ich ein, dass wir miteinander beten und bitte, wenn es geht, dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag, dass wir Sonntag haben, dass wir im Frieden und in Freiheit Gottesdienst feiern können, diese Zeit haben heute Morgen mit dir und vor dir. Bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass du jetzt selber in unserer Mitte bist. Aus der Unruhe der letzten Woche kommen wir heute Morgen zu dir und bringen mit und legen bei dir ab, was uns beschäftigt aus den zurückliegenden Tagen, auch was uns belastet, das, was wir dabei haben, und bitten dich, dass du jetzt uns offen machst und bereit für dich und für dein gutes Wort und dass du uns berührst und ansprichst und uns zeigst und uns erfahren lässt, wie sich unser Leben öffnet und heil wird, wenn wir dir folgen und dir vertrauen. Wir wollen einige Augenblicke still sein, in der Stille beten und Gott das sagen, was wir auf dem Herzen haben, jede und jeder für sich. Herr, du erhörst Gebet, darum kommen wir zu dir. Wir danken dir dafür. Amen. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. So heißt unser erstes Lied, das wir miteinander singen jetzt. Die Lieder sind alle hier vorne angezeigt und wer ein Gesangbuch hat, die Nummer steht dann auch immer jeweils mit dabei. Yeah.
Ich lade ein zum Psalmgebet. Wir lesen und wir beten gemeinsam den Psalm 30. Und wer kann, wäre schön, wenn ihr dazu aufstehen würdet. Wird hier auch angeschlagen. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. Herr, mein Gott, ich schrie zu dir, du machtest du mich gesund. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, amen. Also. Spur zu
Der heutige Predigttext steht in Markus Kapitel 2. Ich lese die Verse 1 bis 12 aus der Übersetzung nach Luther. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammeln sich so viele, dass sie nicht Raum hatten und nicht draußen. Moment. Vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Herr, segne dein Wort an uns alle. Amen. Sie berührt, sie befremdet auch und sie fasziniert uns, glaube ich, diese Geschichte von Jesus und dem gelähmten Mann und diesen anderen Leuten, die da dabei sind, die vier vor allem, die den Kranken tragen, die helfen, Freunde vielleicht. Und es kamen einige, die brachten zu ihm, also zu Jesus, einen Gelähmten von Vieren getragen. Wohl dem, der solche Menschen hat, die helfen, die sich einsetzen, die sich um den Kranken kümmern, sich um ihn sorgen, ihn transportieren. Heute wird man das im Auto machen, damals ging das nicht. Man musste ihn einfach tragen auf der Liege, auf der Bahre. Und die diesen Kranken dann nicht einfach absetzen und sagen: Sorry, weiter geht's nicht, da kommen wir nicht rein in dieses Haus, da musst du warten bis nachher und bis der Jesus wieder rauskommt. Nein, die machen ein Loch ins Dach, ein flaches Dach, so muss man sich das vorstellen, wie vorne auf unserem Gemeindehaus, nur natürlich nicht aus massivem Beton, sondern aus Lehm und Stroh gemacht damals. Da machen sie ein Loch rein und seilen ihren kranken Freund ab, direkt vor Jesus hin. Da liegt er vor Jesus. Und dann heißt es da in unserem Abschnitt: Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist der erste Punkt heute. Jesus sieht unseren Glauben. Jesus sieht unseren Glauben. Nicht er ahnt den Glauben, nicht er spürt den Glauben, nicht er hört von ihrem Glauben. Hier steht: Jesus sah ihren Glauben. Kann man Glauben sehen? Meint es ja eigentlich was ganz Persönliches, oder? Wir scheuen uns ja sehr davon vor, den Glauben überhaupt in die Öffentlichkeit zu tragen heute. Glauben ist, was in mir drin ist, eine Einstellung, ist meine Einstellung zu Gott, zu Jesus. Glauben ist eine Haltung, ist das, was ich für richtig halte, wo ich mich letztlich drauf verlasse im Leben. Kann man Glaube sehen? Wie kann man Glaube sehen? Wie sieht Jesus hier den Glauben von diesen Männern?
Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Er sieht ihn an dem, was sie tun. Dass sie nicht aufgeben, bis dieser Kranke bei Jesus ist. Dass sie kein Mittel und keine Wege scheuen, ihn zu Jesus zu bringen. Dass sie sich von keinem Hindernis abhalten lassen. Nicht mal von einem Dach, das zwischen ihnen und Jesus ist, und von einer Mauer. Bis er am Ziel ist, bis er bei Jesus ist, daran sieht Jesus den Glauben dieser Männer. Sich durch nichts, aber auch gar nichts von Jesus abhalten lassen, das ist der sichtbare Glaube hier von diesen Leuten. Das war auch der sichtbare Glaube von dem blinden Bartimäus, von dem an anderer Stelle im Markus-Evangelium erzählt wird. Der hat so lange geschrien: Jesus, hilf mir, erbarme dich, hat sich von denen, die um ihn rumstanden und die gesagt haben, sei leise, für dich ist jetzt kein Platz, und immer wieder ihn versucht haben zum Schweigen zu bringen, hat sich nicht abbringen lassen, bis Jesus ihm geholfen hat. Das war der sichtbare Glaube von der griechischen Frau, die zu Jesus kommt und ihn um Hilfe bittet für ihre kranke Tochter. Kennt ihr diese Geschichte? Die kommt zu Jesus, bittet ihn um Hilfe, und Jesus sagt zu ihr, und mir verschleckt es fast jedes Mal die Sprache, wenn ich das lese oder höre, Jesus sagt zu ihr: Ich helfe dir nicht, ich bin nur für die Israeliten zuständig. Jesus. Und was macht diese Frau? Den Kopf hängen lassen, auf Jesus schimpfen, davongehen? Nein, die fängt an, mit Jesus rumzudiskutieren. Sie lässt sich nicht abwimmeln, nicht mal von Jesus selber lässt sie sich abwimmeln, bis Jesus schließlich so beeindruckt davon ist, dass sie sich nicht abwimmeln lässt, dass er ihr hilft und sagt: Frau, dein Glaube ist groß, und ihre Tochter gesund macht. Sichtbarer Glaube. Wenn mich nichts von Jesus abhalten kann, keine Menschenmassen mich hindern, keine Mauer mir im Weg steht, keine Leute, die mich zum Schweigen bringen wollen, keine Enttäuschung, sogar über Jesus selber Enttäuschung, keine Krankheit, keine Not, sondern ich mich durchringe, durchkämpfe, durchtrotze zu Jesus. Psalm 73, dennoch bleibe ich stets an dir, dennoch ist trotzdem, ich bleibe an dir, bei dir. Dennoch, trotz Hindernissen, trotz Enttäuschungen, trotz Schwierigkeiten, halte ich mich zu Jesus. Das ist der sichtbare Glaube. Das ist der Glaube, den Gott selber, den der Heilige Geist uns schenken will. Der Glaube, der, so hat es Martin Luther mal formuliert, ich zitiere, aus uns ganz andere Menschen macht, von Herzen, Mut, Sinn und allen Kräften. Jesus sieht unseren Glauben. Das zweite, Jesus vergibt die Sünden. Jesus vergibt die Sünden. Das ist, glaube ich, der befremdliche Teil in dieser Geschichte. Die vier tun alles, um ihren kranken Freund zu Jesus zu bringen. Sehr beeindruckend. Da kann man mit, das kann man sich vorstellen. Da kann man auch innerlich und emotional mitgehen. Und dann sind sie am Ziel. Dann liegt der Kranke vor Jesus und alle wissen, Jesus kann helfen. Er hat es schon öfter getan und alle warten auf das Wunder. Und dann steht hier, da Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, wen interessiert denn das? So hat mal Ulrich Parzani bei einer Predigt über diesen Text sehr treffend gefragt. Wen interessiert denn das bitte hier, in dieser Lage, in dieser Situation, wo alle auf Heilung warten? Da spricht Jesus von Vergebung. Ist das das Problem hier, Jesus? Hier ist ein Kranker, hier ist einer, der nicht gehen kann, hier ist einer, der gesund werden will, und du sagst, deine Sünden sind dir vergeben. Wen interessiert es hier? Befremdlich, oder, dass Jesus hier von der Vergebung redet. Zwei Bemerkungen dazu. Erstens, es ist, glaube ich, wichtig hier, ich glaube nicht, dass diese Geschichte hier so zu interpretieren ist, dass der Kranke ein besonders schlechter Mensch gewesen wäre und diese Lähmung, dass er nicht mehr gehen kann, eine Folge davon, eine Strafe ist, dass der also ganz besonders Vergebung nötig hätte, mehr als alle anderen, und deshalb Jesus das zuerst zu ihm sagt. Dafür gibt es aber keinen Anhalt in diesem Text. Es ist rein interpretiert, wenn man das so sieht. Und auch sonst gibt es keinen Anhalt dafür, dass Jesus Schwerkranke oder Behinderte grundsätzlich für schwer bestrafte Sünder gehalten hätte. Und ich glaube, wir sollten uns hüten, auch hüten, das zu tun. Und das Zweite ist, dass auffällt,
dass das mit der Vergebung hier in dieser Geschichte keinen befremdet. Der Gelähmte beschwert sich da nicht über die ausbleibende Heilung. Steht auf oder ruft dem Jesus zu, jetzt hör mal, es geht hier um mich. Auch die Schriftgelehrten, die Theologen, die da, ja, die reden ja gar nicht, die denken das in ihrem Herzen und Jesus erkennt es. Aber auch die regen sich nicht auf, weil Jesus nicht heilt. Das regt die nicht auf. Keiner denkt hier, Jesus müsste mehr tun als Sünden vergeben. Er müsste den Mann heilen. Im Gegenteil, die sind der Meinung hier, Jesus tut viel zu viel. Der überschreitet hier seine Kompetenzen. Gegen eine kleine Heilung hätten die vielleicht gar nichts einzuwenden gehabt. Die stört, dass Jesus mehr tut als heilen, wenn er Sünden vergibt. Unser früherer Landesbischof Gerhard Meyer hat dazu mal geschrieben in einer Auslegung, das sei die größte Überraschung hier in dieser Geschichte. Zitat, für Jesus war die Vergebung wichtiger als die Heilung. Sagt Gerhard Meyer, für Jesus war die Vergebung wichtiger als die Heilung. Jedenfalls ist die Vergebung hier tatsächlich das Umfassendere. Warum? Glaube, weil sie die Beziehung zu Gott öffnet, weil sie unsere Beziehung zu Gott in Ordnung bringt, weil die Vergebung durch Jesus, weil die das ist, was jeder Mensch braucht, ob krank oder ob gesund. Jeder braucht die Vergebung. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus vergibt die Sünden. Er sieht unseren Glauben, er vergibt die Sünden und das Dritte, Jesus macht uns heil. Jesus macht uns heil. Es geht hier nicht um eine alternative Heilung oder Sündenvergebung. Es geht hier letztlich auch nicht um eine Gewichtung, Sündenvergebung vor der Heilung. Es geht darum, dass bei Jesus beides zusammenkommt, Sündenvergebung und Heilung. Beides kommt zusammen. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er Jesus zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und in Psalm 103, den beten wir immer nach dem Abendmahl, da heißt es ganz am Anfang, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Beides gehört bei Gott zusammen, beides gehört bei Jesus zusammen und kommt bei ihm zusammen. Er vergibt und heilt, er macht Leib und Seele gesund. Jesus macht uns heil. Das ist dieses schöne althochdeutsche Wort, das ich eingangs schon erwähnt habe und von dem das Wort Heiland kommt. Jesus ist der Heiland, warum? Weil er heil macht. Im Lateinischen Salvator, davon der Ehrentitel, der immer wieder zu hören ist in der Kirche dann auch, Salvator Mundi, der Heiland der Welt, der Heiland macht heil. Er macht meine kaputte Beziehung zu Gott heil. Er macht mich zu einem Kind Gottes, sagt zu mir und sagt zu dir, wie zu diesem Gelähmten hier, mein Sohn, meine Tochter, du bist mein Kind. Das ist der Zuspruch, mit dem das Heilwerden hier beginnt. Kann ich das annehmen? Kannst du das annehmen? Und dieser Heiland, der kann dann auch den Körper gesund machen, so wie er hier den gelähmten Mann gesund macht, zu ihm sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und dann steht er auf und nimmt sein Bett und geht vor aller Augen hinaus und kann gehen. Und wo Jesus den Körper nicht gesund macht, nicht alle werden ja in dieser Welt gesund, die Jesus bitten. Was ist unsere Hoffnung, ist unser Glaube. Und es sollen und dürfen wir wissen, dass der Tag kommen wird, an dem tatsächlich alle Gebrechen überwunden sein werden, an dem der letzte Gelähmte auf seinen Beinen stehen wird, der letzte Blinde wieder sehen, der Taube hören, der Kranke genesen sein wird. Wo Jesus heute nicht gesund macht, da kann er Kraft schenken und das Vertrauen und den Mut, trotzdem an ihm festzuhalten. Hier in unserer Geschichte, da staunen ja am Ende, das ist der letzte Satz, am Schluss, da staunen alle über das Wunder, dass Jesus diesen Kranken geheilt und gesund gemacht hat. Das ist zum Staunen, tatsächlich.
Ich habe mal gestaunt und ich staune bis heute über eine Frau, die ich besucht habe. Das ist schon lange her. Ihr Mann hat mir die Haustür geöffnet und hat er mich hineingeführt ins Wohnzimmer. Und da lag diese Frau in ihrem Bett. Seit über 10 Jahren war das damals, dass sie ans Bett gefesselt war durch die Krankheit. Sie konnte nicht mehr aufstehen, sie konnte nichts alleine machen, sie konnte nicht mal trinken. Er musste ihr selbst das Glas an den Mund halten, an den Mund führen, glaube ich. Aber sie hat mich mit einem Strahlen begrüßt, als ich da hineingekommen bin, und mir erzählt und davon geschwärmt, wie gut sie es hat, dass ihr Mann sie versorgt und wie gut sich um sie gekümmert wird und dass sie es als Gottes Segen sieht und dankbar dafür ist. Nicht die Krankheit, aber wie sie versorgt und umsorgt wurde. Diese Frau hat eine Freude an sich und in sich gehabt. Wir haben miteinander gebetet und ich bin danach staunend weggegangen und eigentlich selber sehr beeindruckt, als ich mit dieser Frau und ihrem Mann da geredet habe und habe gedacht, wie diese Leute da, solches habe ich noch nie gesehen. Hat mich ein bisschen erinnert an Lieselotte Jacobi, damit komme ich zum Schluss, 1929 geboren. Ich glaube, sie lebt inzwischen nicht mehr, ist mit 17 Jahren an Multipler Sklerose, MS, erkrankt, musste mit 28, sie war Kantorin in einer Kirche, dieses Amt aufgeben, weil es nicht mehr ging, war von da an den Rollstuhl gebunden, darauf angewiesen, hat später noch mehrere Krankheiten dazu bekommen und sie hat mit über 70, 75 war sie da, glaube ich, ein Buch herausgegeben mit dem Titel Schritt für Schritt. Und in diesem Buch hat sie eine, das ist eigentlich keine Aussage, ist eine Meditation dieser Geschichte drin, die wir gerade gehört haben, wo Jesus diesen Gelähmten heilt und schreibt, wie sie das aus ihrer Sicht und ihrer Erfahrung versteht und damit umgeht und wie sie das erlebt hat, dieses Heilwerden, was dieser Mann erlebt, und endet dann mit den Worten in ihrer Auslegung: Ich bin nicht gesund, aber heil vor Gott. Ich bin nicht gesund, aber heil vor Gott. Jesus macht uns heil. Amen. Weil Jesus heil macht und für uns da ist, können, dürfen wir und wollen wir jetzt auch miteinander singen und ihn loben. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Die uns Seelen vereint.
Lasst uns beten. Das wollen wir tun, Herr, unser Gott, dich loben, weil du unser Licht bist, weil du unser Leben hell machst, weil du der bist, der uns heil macht, der unsere Seele heil macht, der auch unseren Leib heil machen kann. Und so denken wir heute Morgen an die aus unserer Gemeinde, die in Not sind, innerlich und äußerlich, die sich nicht heil wissen, seelisch belastet sind, kein Licht sehen am Ende des Tunnels, im Streitleben, in der Familie oder mit nahen Menschen, die keine Lebensperspektive haben und erkennen können, Herr, erbarme dich. Wir bitten für die, denen das nötige Geld fehlt und die nicht wissen, wie sie wirtschaftlich über die Runden kommen sollen, gerade, Herr, erbarme dich. Bitten für die, die schuldig geworden sind an anderen Menschen, sich versündigt haben gegen dich, auch für uns selber, wo wir immer wieder schuldig werden und nicht nach deinem Willen handeln. Lass uns umkehren zu dir, lass uns deine Vergebung erfahren. Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten für unsere Kranken aus der Gemeinde, die wir kennen, erbarme dich, sei ihnen nahe, richte sie auf, mach sie gesund. Und wo du das nicht willst, da gib ihnen die Kraft und deinen Trost und gute Menschen an ihre Seite. Wir bitten für unsere Welt, wo so viel Unheil ist, dass du hineinkommst mit deiner heilmachenden Kraft und Frieden schaffst, wo Krieg ist und Liebe bringst, wo Hass regiert, und dass du uns ausrüstest, dass wir deine Liebe und deinen Frieden, dein Heil hinaustragen in die Welt und weitergeben und weitersagen. Herr, und als deine geliebten Kinder, deine Töchter und deine Söhne rufen wir zu dir und sprechen gemeinsam, wie es uns Jesus gelehrt hat: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich singe dir mit Herz und Mund.
Wir danken sehr herzlich dem Kirchenchor, dass er heute mit dabei ist im Gottesdienst und mit uns vorhin schon gesungen hat und jetzt dann auch gleich nochmal für uns dann singen wird, auch dem Herrn Kölle für die Leitung und das Orgelspielen. Vielen Dank. Vielen Dank auch für das Opfer vom letzten Sonntag im Gottesdienst. Das waren 94,70 € für die Renovierung hier von unserer Kirche. Das heutige Opfer ist für diakonische Aufgaben in unserer Landeskirche bestimmt und dazu schreibt unser Landesbischof Gohl: Die Nähe zu den Menschen in der Nachbarschaft kann das Leben bereichern, vor allem wenn die eigene Familie nicht in der Nähe wohnt, wenn man sich einsam fühlt oder von einer Lebenskrise betroffen ist, sich mit Menschen in der Gemeinde und im Quartier zu vernetzen, hilft, aufeinander zu achten, sich zu unterstützen, Gemeinschaft zu haben. Die Diakonie Württemberg bringt Menschen am Ort einander näher. Bei Mittagstischen, Bildungsangeboten oder kreativen Tun sollen sich alte und junge Kulturen und Lebensweisen begegnen. So können alle Menschen voneinander profitieren, ihren Horizont erweitern, füreinander Dasein und Teilhabe leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn man die Nächsten kennt, kommt das oft ganz von selbst. Helfen auch sie mit ihrem Gebet und mit ihrem Opfer dabei, den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken, so Landesbischof Gohl. Vielen Dank für alles, was Sie für diese Aufgaben heute am Ausgang dann einlegen und geben. Ich möchte hinweisen auch noch auf unsere Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Auch das ist was, wo man den fernen Nächsten, wie manche sagen, helfen kann. Da hinten ist ein Infotisch. Es gibt auch Kartons, die man mitnehmen kann. Sonst kann man auch selber Kartons oder Schuhkartons nehmen. 7. bis 14. November kann man die Kartons auch bei uns im Gemeindebüro abgeben. Das kommt vor allem Kindern in Ost-Mitteleuropa und auch Ländern darüber hinaus zugute, mit denen an Weihnachten ein kleines Licht, ein Geschenk gegeben wird. Vielen Dank dafür, wenn man sich an dieser Aktion beteiligt. Auch vielen Dank, wenn man sich weiterhin an unserer Aktion Spenden für die Filtertafel beteiligt. Da kann man hinten die ganze Woche über, wenn die Kirche offen ist, spenden Lebensmittel, die haltbar sind und auch Hygieneartikel einlegen, die wir dann regelmäßig zur Filtertafel nach Bernhausen bringen. Wir waren letzte Woche mit den Konfirmanden dort und haben uns den Filtertafelladen angeschaut und da ein bisschen auch einen Eindruck bekommen, was da getan und verkauft wird. Und dann haben wir noch ein weiteres Ereignis, auf das wir gerne hinweisen, zu dem wir einladen möchten. Und da sagt uns die Frau Wendt was dazu. Das ist vor allem für Frauen, aber es macht nichts, wenn das alle hören und dann gern weitergeben. Vielen Dank, Herr Trick. Ja, Petra Kissler und ich, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt nach zweijähriger Corona-bedingter Pause dieses Jahr den Frauenabend wieder anbieten können. Herzliche Einladung an die Frauen der Gemeinde. Er findet statt am 25. November um 19 Uhr im Gemeindesaal. Wir haben dieses Mal das Thema Soul Sisters, also Seelenschwestern, Seelenverwandte. Wir konnten dazu die Silke Stöppeler nochmal gewinnen. Also wir machen jetzt den dritten Anlauf mit diesem Thema. Sie wird uns einen Impuls geben, sie wird uns begleiten, zu schauen, wer sind Seelenschwestern in unserem Leben, aber wer ist auch unser Seelenverwandter und wie können wir quasi Soul Sister sein im Einklang mit Gott, mit Jesus. Neben dem Impuls wird es Musik geben, es wird wieder ein Buffet geben mit leckeren Salaten. Herzliche Einladung. Sie sehen so gelbe Flyer, die liegen auch auf dem Flyertisch unterhalb der Treppe. Gerne ansonsten bei mir vorne auch in der Bank. Herzliche Einladung an die Frauen jeglicher Konfession, gerne auch zum Weitersagen. Dankeschön. Laden natürlich auch ganz herzlich ein wieder zu den Gottesdiensten. In dem Fall am nächsten Sonntag um 10 Uhr feiern wir da Gottesdienst und um 11 Uhr familienfreundliche Gottesdienste, aber das nicht nur für Familien. Da sind alle ganz herzlich eingeladen, mit dabei zu sein und den Gottesdienst mit zu feiern. In den Gottesdiensten werden in beiden Gottesdiensten Kinder getauft. Lasst uns beten.
Lieber Herr Jesus Christus, unser Leben steht in deiner Hand und auch unseren Tod. Wir befehlen dir unsere verstorbene Frau Kolli schon an, auch ihre Familie und die Angehörigen und alle, die um sie trauern, bitten dich um deine Kraft und um deinen Trost und dass du die Verstorbene zu dir nimmst. Danke, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, dass wir auferstehen und im ewigen Leben bei dir sein können. Danke, dass du uns diese Hoffnung auch zusprichst bei der Taufe. Und wir danken dir für die Täuflinge, die nächsten Sonntag hier getauft werden, bitten dich um deinen Segen für die Taufen und für die vier Kinder und dass du bei ihnen bist und sie leitest in ihrem Leben und schenkst, dass sie zum Glauben an dich finden und sich dann auch über ihre Taufe freuen können. Wir danken dir dafür und bitten dich um deinen Segen für die Verstorbene und die Täuflinge und um deinen Frieden für uns alle. Amen. Alle dürfen nochmal Platz nehmen und die Friedensbitte singt uns der Kirchenchor zu. Du Friedenfürst, Herr Jesu Christ, war Mensch und wahrer Gott. Dein starker Nothelfer du bist im Leben und im Tod. Drum wir allein im Namen dein zu deinem Vater schreien. Geht in diesen Tag und in die neue Woche unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.